Skoda bringt Anfang 2015 den neuen Fabia auf Österreichs Straßen. Der kleine Tscheche überzeugt durch ein knackiges Fahrwerk mit erhöhtem Langstreckenkomfort sowie frischen Motoren. Skoda geht beim Fabia erstmals von einem Benziner als Topseller aus. Optisch hat man das bereits bekannte Design weiterentwickelt und verfeinert. Es ist also keine Designrevolution zu erwarten. Man spricht beim Fabia eher von einer Design-Evolution. Besonders stolz ist Skoda auf das verbaute Mirror-Link-System, mit dem sich die komplette Multimedia-Zauberei des Smartphones mit dem Auto verknüpfen lässt. So bietet Skoda für den Fabia künftig auch kein Navigationssystem mehr an, sondern nur noch eine App und eine dazugehörige Schnittstelle. Eine extra scharfe RS-Variante wird es in näherer Zukunft leider auch nicht mehr geben. Schade.